Hallo und herzlich willkommen auf drohne-check.de. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bitte vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und drück auf jeden Fall auf die Glocke, damit du auch eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank dafür. Wir machen heute einen Reichweitentest, zuerst mit der DJI Mavic Mini 1 und dann mit der DJI Mini 2 und vergleichen diese beiden Werte miteinander und schauen, welche Drohnen in der Praxis tatsächlich besser abschneidet. Die DJI Mini 2 bringt OcuSync 2.0 mit und sollte dementsprechend eine deutlich größere Reichweite erzielen können. Ob das in der Praxis aber tatsächlich so ist, das zeige ich dir jetzt. Let's go! Sowohl mit der DJI Mini 1 als auch mit der DJI Mini 2 können wir einen ausführlichen Reichweitentest machen, also bis ans Maximum gehen, wenn wir mit beiden Drohnen nicht höher als 30 Meter fliegen. Diesen Reichweitentest habe ich mit der DJI Mini 2 durchgeführt, auf einer Höhe von knapp 24 bzw. 25 Meter. Außerdem ist der Akku vollgeladen und ich habe die Drohne in den Sportmodus gesetzt. Und jetzt bin ich Vollgas mit der Drohne gerade ausgeflogen. Hier fliegen wir über einem Feld, wo im Umkreis von knapp 5 Kilometern so gut wie keine Störfaktoren vorliegen. Bis ans Reichweitenmaximum gab es so gut wie keine Verbindungsausfälle zur Fernsteuerung. Ich möchte allerdings jetzt nicht den kompletten Reichweitentest euch hier zeigen, sondern wir springen direkt ans Ende. Mit der DJI Mini 2 konnte ich eine ungefähre Maximalreichweite von knapp 2,2 Kilometern erreichen. Dann hat es des Öfteren angezeigt, schwaches Signal, bitte Antenne neu ausrichten. Und es sind Ruckler im Bild aufgetreten. Deswegen wollte ich das jetzt hier an dieser Stelle nicht noch weiter treiben. Aber eine Reichweite von über 2 Kilometern ist auf jeden Fall ein starker Wert für eine Drohne dieser Preisklasse. Wir müssen natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass wir uns sowieso an die lokalen Gesetze, zumindest wenn wir mit der Drohne hier in Deutschland fliegen, halten müssen. Genau das gleiche habe ich jetzt nochmal mit der DJI Mavic Mini 1 durchgeführt. Ich bin eine ungefähre Höhe von 22 bis 23 Metern Höhe geflogen. Ich habe die Drohne in den Sportmodus versetzt und der Akku war außerdem voll geladen. Dann habe ich natürlich außerdem wieder Vollgas gegeben und habe versucht, genau die gleiche Route abzufliegen, die ich vorher mit der DJI Mini 2 abgeflogen bin. Während des kompletten Fluges, also bis zum Erreichen der maximalen Reichweite, gab es wenig bis fast gar keine Aussetzer oder Ruckler im Bild. Deswegen springen wir auch hier wieder direkt bis ans Ende. Mit der DJI Mavic Mini 1 konnte ich eine ungefähre maximale Reichweite von knapp 1,5 Kilometern erreichen. Danach ist das Bild immer mal eingefroren und es gab sehr oft Verbindungsabbrüche zur Drohne. Deswegen habe ich das Ganze jetzt hier abgebrochen, da ich es nicht bis ans komplette Äußerste ausreizen wollte. Aber auch das ist ein unglaublich starker Wert, wenn wir im Hinterkopf behalten, dass die DJI Mavic Mini 1 eine Wi-Fi-Drohne ist und nicht über OcuSync 2.0 verfügt, wie die DJI Mini 2. Beide Reichweitentests habe ich ohne jegliche Verstärker durchgeführt, sondern einfach nur mit den Drohnen, so wie sie out of the box kommen. Wie wir gerade im Praxistest gesehen haben, konnte sowohl die Mavic Mini 1 als auch die DJI Mini 2 eine starke Reichweite erzielen. Beide Drohnen eignen sich meiner Meinung nach bestens für den Einsatz in Deutschland. Wir müssen uns natürlich immer an die lokalen Gesetze halten, das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Weiterhin bin ich mit der DJI Mini 2 wirklich rundum zufrieden. Tolle Drohne, tolle Reichweite, starke Foto- und Videoaufnahmen. Und das Ganze mit einem Gewicht von nur 249 Gramm. Wenn wir mit der DJI Mini 2 auch nächstes Jahr 2021 fliegen wollen, brauchen wir unter anderem keinen Drohnenführerschein, der in Deutschland mehrere hundert Euro kostet. Das ist auf jeden Fall eine starke Erleichterung für alle Drohnenpiloten. Wenn du wissen möchtest, wo du die DJI Mini 2 zu einem sehr guten Preis kaufen kannst, klick einfach auf den Link in der Videobeschreibung unter dem Video. Da gelangst du zu meinem Partnershop und bekommst einen sehr guten Preis für die DJI Mini 2. Falls du natürlich Fragen zur Mavic Mini 1, zur DJI Mini 2 oder zu anderen Drohnenmodellen hast, lass mir gerne einen Kommentar unterhalb des Videos da. Ich helfe dir sehr gern weiter. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, meinen Kanal abonnierst und ganz, ganz wichtig, drückt auf jeden Fall auf die Glocke, bam, damit ihr auch eine Benachrichtigung erhaltet, wenn ich ein neues Video hochlade. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.